wir die AfD, die uns den Antrag einbringen können. Dann haben wir einen interfraktionellen Ersetzungsantrag, der wäre als nächster vorstellbar. Und dann haben wir ein Rederecht für Herrn Böhmert vereinbart. Dann haben wir eigentlich schon fast alle, die reden wollten, abgearbeitet. Aber mal sehen, ob das dabei bleibt. Wer macht? Herr Lommel macht die Einbringung. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer am Livestream. Seit einem Jahr in Dresden wird gefroren. Durch die Ereignisse der höheren Energiekosten und anderen hat sich bei der Dresdner Bäder GmbH ein finanzielles Loch aufgetan, welches die GmbH dadurch kompensieren möchte, dass die Wassertemperatur nach unten geht. Auf gut Deutsch, es wird nicht mehr geheizt oder sehr wenig. Es gibt dann sehr viele Diskussionen und ich habe sogar dann von der Geschäftsleitung erfahren, die Vereine wären ja teilweise froh, wenn das ein bisschen tiefer wäre, die Temperaturen, dann würden die alle schneller schwimmen und so weiter. Alles das, was ich da gehört habe, ist eigentlich mit dem Wort glatte Lüge zu bezeichnen. Die Schwimmer möchten gerne wieder angenehme, angemessene Temperatur haben und dafür steht dieser Antrag. Es gibt auch noch einen Ersetzungsantrag, auf den möchte ich dann auch noch kurz eingehen bei der Gelegenheit. Wenn ich ihn richtig gelesen habe, ist ein Minus von dem, was wir beantragen, nämlich zumindest soll dann für Reha und für Vereinsschwimmen das ein bisschen hoch angekurbelt werden. Die anderen Bäder sollen drunter bleiben. Da wäre die Finanzierungsproblematik etwas geringer. Wir reden so von ungefähr 150.000 Euro im Jahr, die nach Auskünften mir so gegeben worden sind. So, andere Städte wie zum Beispiel Leipzig, aber auch überall hatten das auch mal kurzfristig durchgeführt, die Temperatursenkung. Und dann hat der Stadtrat in den jeweiligen Städten gesagt, das wollen wir nicht machen und haben die Temperaturen eben kurzerhand wieder nach oben getrieben und die Bürger waren sehr dankbar. Warum haben wir hier das Theater? Wir haben hier in Dresden eine andere Situation. Wir haben eine Bäder GmbH, die eigentlich von dem ganzen Tun vom Stadtrat entkoppelt ist. Das war ein Geschenk auch des Stadtrates insoweit, dass wir gesagt haben, wenn wir die Kompetenzen in städtische GmbHs geben, gibt es das Schachtelprivileg, die Stadt spart Steuern und dafür kann vielleicht mal das eine oder andere mehr ermöglicht werden. Bäder wie auch DVB sind traditionell natürlich defizitär und so hängt die Bäder GmbH immer am Tropf der TWD. Und die Zuschüsse der TWD sind nicht unendlich, sondern sie sind endlich. Und da hat man jetzt versucht, eben seit einem Jahr das Loch durch die Temperaturen eben auszugleichen. Ich bin der Auffassung, dass das ein schlechter Weg ist und die Stadtverwaltung hätte andere Wege suchen müssen, zumindest nachdem man sich jetzt herausstellt, dass es eine längere Zeit ist. Eigentlich eine Zumutung. Ein Stadtrat, der aufgrund eines Schachtelprivilegs, also wegen Steuerbevorzugung der Stadt, nicht einmal über Wassertemperaturen beschließen kann. Denn der Antrag von uns lautet ja, der Oberbürgermeister soll uns dabei helfen, dass das wieder geht. Wenn wir das anders könnten, hätten wir gesagt, okay, wir bestimmen das jetzt. Das ist ein Stadtrat, der eigentlich seine Kompetenzen über Gebühr abgegeben hat. Und der Antrag von der FDP, der später noch kommt, der geht genau in die Richtung, dass wir eine Evaluation der Bäder GmbH durchaus dringend, also eine Diskussion haben. Das geht genau hier rein. Ein Stadtrat, der nicht einmal über Öffnungs- und Schließungszeiten richtig mitreden kann bei Bäder, der hat schon ziemlich die Flügel gestützt bekommen und hat immer weniger zu sagen. Es gibt immer in den Sonntagsreden, dass wir haben wollen, dass die Kinder schwimmen wollen, dass wir keine Badeunfälle haben wollen und keine Toten. Und auf der anderen Seite ist es natürlich sehr unattraktiv, im kalten Wasser zu baden. Da nutzen wir natürlich auch die ganzen Schwimmgutscheine nicht, wenn die keiner abruft, weil die Kinder sagen, nee, ich habe gehört, es ist kalt, da bleibe ich lieber zu Hause. Also, wenn wir haben möchten, dass unsere Kinder schwimmen lernen, dann muss man zumindest diesen Mindestservice auch bieten, angenehme und ordentliche Temperaturen, die zeitgemäß sind und dass nicht gefroren wird und Ähnliches. Ansonsten braucht man diese Sonntagsreden nicht.
Zu unserem Abstimmungsverhalten natürlich präferieren wir unseren Antrag, möchten hier noch einmal appellieren, diesem zuzustimmen. Es wäre wirklich für die Bürgerschaft etwas Positives, mal ein kleines Krümelchen, das man zurückgibt von den vielen Steuergeldern, die man zahlt. Sollte der nicht durchgehen, würden wir auch den Ersatzungsantrag Nolens Volens auch zustimmen, dass wenigstens ein bisschen was geschieht, weil es einfach um das Interesse der Bürgerschaft geht. Vielen Dank. So, wer will den interfraktionalen Ersatzungsantrag einbringen? Machen Sie, Herr Lippmann, bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bringe heute den Ersetzungsantrag ein unserer Fraktion, der gemeinsam mit dem Stadtverband Schwimm erarbeitet worden ist, und ich übernehme den Part von Herrn Böhmert. Der Herr Böhmert ist schon in Richtung Oberösterreich unterwegs. Er hat mit seiner Trainingsgruppe ein Trainingslager am Wochenende und hat mir seinen Beitrag schriftlich übermittelt, den ich Ihnen gerne darbieten möchte. Es geht also um die Wassertemperaturen in Dresdner Schwimmhallen. Das ist kein Sommerlochthema, aber schon ein Sommerthema, weil der Trainingsbetrieb in den Dresdner Hallen natürlich auch über die Sommerzeit läuft und es nicht unbedingt als Erfrischung gewertet werden kann, wenn Kinder, wenn Jugendliche 2 bis 4 Mal in der Woche zum Training gehen wollen und dann immer auf kaltes Wasser treffen. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu Herrn Böhmert, weil er vielleicht nicht allen bekannt ist. Er ist Trainer seit 1980, also möglicherweise einer der dienstältesten Trainer in Dresden. Er war aktiver Schwimmer und in dieser Eigenschaft 5 Jahre Mitglied der Nationalmannschaft. Er ist Teilnehmer von Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und Europapokalwettkämpfen gewesen und er ist Jugend-Europameister gewesen. Als Aktiver ist er selber 22.000 Kilometer ungefähr im Warmwasser geschwommen, zu DDR-Zeiten vielleicht auch im kalten Wasser, sei dahingestellt, aber jedenfalls weiß er, wovon er redet, wenn er über die Wassertemperaturen in Dresdner Schwimmhallen spricht. Jetzt ist er in der Eigenschaft als stellvertretender Vorsitzender des Stadtverbandes Schwimmen Dresden e.V. unterwegs und vertritt in dieser Eigenschaft 22 Schwimmvereine bzw. Abteilungen in Dresden mit insgesamt 5.500 Einzelmitgliedern. Wenn man so will, ist es die graue Eminenz des Schwimmsportes hier in Dresden. Ja, Ausgangspunkt der gemeinsamen Aktion, die wir gemacht haben, waren die Aussagen des Geschäftsführers der Dresdner Bäder GmbH, der auf mehrfache Anfragen aus unterschiedlichen Kreisen immer wieder behauptet hat, die Wassertemperatur in Dresdner Schwimmhallen sei um 1 Kelvin abgesenkt worden. Und alle, die 3 oder 4 Kelvin gemessen haben, haben die falschen Thermometer. Ich sage es jetzt mal etwas flapsig. Das war die Aussage, die auch mir schriftlich so übermittelt worden ist. Und der Hinweis, dafür gibt es kaum Beschwerden, also dass die Wassertemperaturen so niedrig sind, ist allenthalben akzeptiert. Dem ist nicht so. Der Stadtverband hat also eine Unterschriftenaktion gestartet. Das Ergebnis liegt vor, seit Dienstag sind 1078 Unterschriften gesammelt worden für wärmeres Wasser für unsere Kinder. Und Steffen Böhmert hat mich gebeten, diese Unterschriften im Einkaufsbeutel, so wie es Herr Bach-Diedenen geschrieben hat, dem Oberbürgermeister zu übergeben. Es ist, wie gesagt, die erste Tranche, die Aktion läuft noch und weitere werden folgen. Zu den Ausführungen, die Herr Böhmert mir übermittelt hat, unter der Überschrift »Lasst unsere Kinder nicht länger frieren«, schreibt er, wir haben bis jetzt 1078 Unterschriften bekommen, es werden jeden Tag mehr. Wir bitten unseren Oberbürgermeister und alle Fraktionen, unser Anliegen zu unterstützen. Hier geht es um Dresdner Bürger und Dresdner Vereine, für deren Wohl haben Sie Ihr Mandat erhalten. Bei der angedrohten Haushaltssperre, die ja mittlerweile vollzogen ist, bitte nicht wieder die Schwimmhallen zuerst schließen. Alle Kinder haben in der zurückliegenden Zeit ausreichende Anstrengungen unternommen, um wenigstens einen Teil des Rückstandes, der durch die Corona-Geschichten aufgetreten ist in der Schwimmausbildung, wieder aufzuholen.
Viele haben und konnten trotzdem das Ziel Sicherheit mit dem Element Wasser nicht erreichen. Fragen Sie am Ende einer Übungsstunde, ob die Kinder, ob sie im Wasser spielen oder lieber warm duschen gehen wollen, dann ist die Aussage klar, warm duschen mit einer Dauer von 15 bis 20 Minuten, was auch nicht gerade energieeffizient ist. Wo sparen wir da Energie ein? Wir sind gegen eine Schließung bzw. Ferner wollte er die Gelegenheit nutzen, das Mikrofon zu haben und mitzuteilen, dass er gegen eine Schließung bzw. den Umbau des Elba Mare in ein reines Spaßbad ist. Auch dort wird also Trainingsbetrieb für Dresdner durchgeführt, ebenso Schulschwimmen und Reha-Sport. Und der Stadtverband unterstützt den Ersatzbau für Klotsche, das hatten wir gestern. Und als letzter Satz, parteipolitische Interesse sollten nicht über, sondern für das Allgemeinwohl eines jeden stehen. Soweit Steffen Böhmert seine Ausführung. Ich darf da noch ergänzen, dass mir von den Vereinen auch mitgeteilt worden ist, dass es bereits Abmeldungen gegeben hat, dass also Eltern ihre Kinder abgemeldet haben aufgrund dieser Temperaturen. Das Reha-Schwimmen ist betroffen. Die Masters in Dresden, die Anfang Juni stattgefunden haben, übereinstimmende Aussage der Teilnehmer, Dresden ist es am kältesten. Unser Ersetzungsantrag will das ändern, er will eine schnelle Lösung, er will die Kosten noch einmal hinterfragen. Ich kürze es jetzt ein Stück ab mit Blick auf die Uhrzeit. Wir wollen also nicht mehr Ausgaben für wärmeres Wasser, sondern wir verstehen es als eine Rücknahme der Einsparung, die die Dresdner Bäder GmbH einfach mal so verfügt hat. Wir bitten Sie also um Zustimmung für unseren Ersetzungsantrag. Vielen Dank. So, wird weiterhin das Wort gewünscht? Das kann ich nicht sehen. Dann kommen wir in den Abstimmungsprozess hinein. Der hat einen interfraktionellen Ersetzungsantrag. Den würde ich zunächst abstimmen. Ist er angenommen, ist es durch. Ist er nicht angenommen, kommen wir zum federführenden Ausschussbericht. Der ist ablehnend und sollte der nicht angenommen werden, dann über den Originalantrag. So wäre die Reihenfolge. Wer für den interfraktionellen Ersetzungsantrag ist, der darf jetzt mit erstimmen. Ja. 34 Ja-Stimmen, 29 Nein, 2 Enthaltung. Damit wäre der interfraktionelle Ersetzungsantrag angenommen und es wäre so beschlossen. Das bringt uns zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist jetzt 37.